Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 hier auf dem PC auf der Saxonia. Ja, und eigentlich steht jetzt oben rechts, bevor wir unseren T8 losschicken wollten, dass die Lohndienstleistung abgeschlossen ist. Das kann nur unser Düngerstreuer gewesen sein. Wenn wir mal suchen, da ist er. Und den nehmen wir natürlich erstmal raus, weil wenn wir es abgeschlossen haben, würde ich sagen, müssen wir nicht weiter düngen. Genau, Feld 44 ist abgeschlossen. Wenn wir hier mal gucken, ist es noch reichlich übrig eigentlich. Aber wenn es abgeschlossen sein soll, dann ist es so. Ja gut, unten das Stück ist noch übrig, aber das macht nichts, sage ich mal. So, wir müssen mit denen natürlich dann zum Feld 37, wo wir ja ebenfalls die Düngermission angenommen haben. Da schicken wir den ganz einfach erstmal dorthin. Ich glaube aber, wir müssen den erstmal irgendwo hier zu einer Straße bringen, weil sonst wird das nichts. Hier noch größeres Gerät drin, nicht bloß der Jet, der mal fliegt. Alles militärischer Sperrbereich wahrscheinlich. Genau. Den schicken wir kurz auf der Reise, dass er zur 37 fährt. Und dann wären wir natürlich... Kommt einer rein hier. Und dann müssen wir natürlich unsere Seemaschine losschicken. So, der kann hinfahren. Der wird dann irgendwann ankommen, hoffe ich. Und da sollte das soweit funktionieren. Hier bringt einer Stroh, da sehen wir schon, er richtet einen Strich nach vorne aus. Wenn er einen Weg nicht finden würde, würde er sofort nach links abbiegen. So, jetzt sind wir da richtig. Kurs hat man ja schon generiert. Kurs war auch drin. Wir wollten, eigentlich müssen wir noch starten am ersten Wegpunkt. Feld 9 ist drin, Saatgutlager beladen ist drin. Also dort, wo er sich abholen soll. Also ausladen ist ja verkehrt. Wir müssen ja beladen noch. Das würde schon mal nicht funktionieren. Wir brauchen Saatgut beladen. Na gut, dass es vorhin gereicht hat auf einem anderen Feld oder gestrigen Folge. So, und dann können wir natürlich einstellen. Wie gesagt, er macht ja ebenfalls Mond auf dem Feld. Und dann ja, wie gesagt, der Mond sollte eigentlich reichen für die Produktion erstmal. Ja. Und dann müssen wir gucken, er ist hoffentlich genauso schnell fertig, bis dann unser Drescher fertig ist. Weil das ist ja jetzt hier unser stärkster Traktor, den wir haben. Den brauchen wir definitiv dort zum Pflügen, wo der Mais drauf war. Eigentlich könnte man schon fast anfangen mit Pflügen, aber ich habe leider keinen anderen Trecker frei, dass wir hier noch einen hätten zum Ansehen dann. So, er hier ist auch gleich durch. Na gut, er muss schon noch mal hoch und runter und dann werden wir auch fast durch sein. Den Drescher werden wir dann rüber schicken auf Feld 13, da ist ja Hafer drauf. Den werden wir dann den Hafer ernten lassen. Da ist auch der Ertrag nicht so doll momentan, weil das sind ja noch die ersten Felder, die Felder, die wir auf der Map vorfinden, wenn wir anfangen mit Spielen.
Meine R wird ja schon noch ein bisschen länger brauchen. Ja, ist immer noch beim Vorgewende. Da müssen wir gucken, wie weit wir dann kommen, ob wir dann einen zweiten mit her schicken. Gut, er macht ja auch noch Vorgewende. So, wie viel hat er mittlerweile geschafft hier? Ja, ist bei 650. Das wird schon. So, der Drescher ist durch. Der hat ja schon mal den Abfahrer gerufen. Wenn die hier fertig sind mit Abtanken, wird der Abfahrer durch den Drescher zum Hofsilo geschickt. Der wird abfahren, richtig. Mal kurz warten. Was steht jetzt beim Bäcker drin? Genau, Fahrer zu Start. Und da wird er zum Hofsilo fahren. So, den hier können wir rausnehmen. Wir brauchen dann mit dem Feld 13 Dreschen. So, und damit der ganze Fall funktioniert, müssen wir natürlich hier drüben ebenfalls dann Feld 13 einstellen. Wenn hier der Abfahrer einen richtigen Weg gefunden hat, dann werden wir den auch umstellen auf Feld 13. Aber ich vermute mal, jetzt gibt es hier werden sich jetzt hier alle einig. Ja doch, klappt schon. Unser Düngerstreuer ist ebenfalls angekommen. Jetzt ist die Frage, ob wir hier Strohanlage anmachen oder ob wir die auslassen. Ich bin fast davor, dass wir die hier ausmachen. Wenn klar, hätten wir nochmal Stroh. Aber wie sieht es momentan mit dem Strohpreis aus? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Meine gut, lohnen wird sich schon. Wir könnten es ja automatisch fortschaffen, ist eben die Frage, wohin. 105 am Getreidehandel und 102 am Landhandel. Wir lassen die Strohablage mal an, obwohl wir haben nicht genug Sammelwagen. Das ist eigentlich Quatsch. Der Grassammler wird vermutlich mal noch ewig unterwegs sein. So, und dann sagen wir hier ebenfalls am ersten Wegpunkt beginnen. Da kann er hier loslegen. Abfahrerfeld 13 ist ebenfalls eingestellt, das passt soweit. Dann müssen wir uns bloß den Abfahrer suchen. Gut, er steht dann oben, da können wir auch den ja erst noch losschicken. Wir werden hier einfach mal auf der Kante hier anfangen. So, erstmal nehmen wir natürlich den alten Kurs raus, ist klar, sonst wird das recht nicht funktionieren. Wir müssen uns natürlich einen neuen Kurs generieren. 37, hier oben sind wir. Na, am Wasser, ich hoffe mal, der verschwindet nicht da drin.
ein Vorgewende und scharfe Ecken. Vorgewende bahnen sie erst und hier machen wir auch eins weniger. Dann sollte das eigentlich schon weitestgehend passen. Da fährt man hier ganz schön über die Wiese drüber. Aber das müsste eigentlich hinkriegen. Hier ist theoretisch genug Platz. Und dann ist das 37 Düngen. Und natürlich 36 Meter. Und dann können wir den eigentlich losschicken. Müssen hier drüben natürlich noch einstellen, dass Autotreif am Dünger- und Saatguthandel Dünger kaufen würde, wenn er nicht reicht. Aber ich weiß nicht, er müsste, glaube ich, fast reichen. So, und dann brauchen wir eigentlich unseren Abfahrer von Feld 1. Den nicht. Und zwar den hier. Den können wir schon mal rausnehmen. Den müssen wir jetzt natürlich Feld 13 hier einstellen. Damit er unseren Drescher auf der 13 abtankt. Und den Hafer möchte ich eigentlich gleich runterfahren in die Lebensmittelindustrie. Wird zwar vielleicht der Drescher kurz stehen, bevor er zurück ist, aber wie gesagt, der Hafer ist sowieso nicht so ergiebig. Wo ist denn hin unsere Produktion? Sehe ich es nicht? Doch, dort. Zwar Hafer ausladen. Bei Paletten haben wir ja noch mit am Start. Wir könnten auch mal hingucken, was jetzt schon produziert ist. Weil wir hatten ja Mais runtergefahren. Also ich denke mal, so 2-3 Paletten Popcorn sollten auch schon produziert sein. Ach so, wir haben nach dem Abzweig gestanden. Okay, er fährt hoch jetzt zum Schafstall wenden. Ja, dann ist es halt so. Wie gesagt, wir können mal hingucken zur Lebensmittelindustrie. Ja, hier 3 Paletten Popcorn. Wir sind ja auf der Palette, sind 4000 Liter. Sprich, für eine Palette kriegen wir, ich weiß nicht, was es gibt aktuell. Da ist es. 2137 gibt's. Wir sagen 8000 pro Palette. ...53.000 Mais sind auch bloß noch da. Ja gut, müssen wir sehen. Müssen wir vielleicht auch nochmal Mais hinfahren dann. Boah, hier muss ich eigentlich reichlich Bahn hier fahren. So, und sobald der durch ist, brauchen wir für den hier natürlich einen Flug. Ja, wir bräuchten einen Trecker, dass wir das rücken können am Shop, aber dazu reicht momentan irgendwie das Geld nicht so richtig. Ja, oder wir kaufen es doch noch einen großen Trecker. Brauchen wir auch definitiv Kredit. Aber ich denke mal, so ganz so schlimm ist das auch nicht. Beziehungsweise die eine Düngermission ist ja schon fertig. Das ist ja die, wo wir keine Geräte dazu mit ausgeliehen haben. Die kriegt man ja 1:1 bezahlt. Könnte man ja auch schon mal abschließen. Hätten wir jetzt 421 auf dem Konto. Ich meine, was auch feststeht, wir müssen definitiv dann also hier Feld 13 muss gekalkt werden.
Auf der 1 müssten wir nichts machen, außer Stroh einsammeln. Und Feld 11 möchte ich meinen, das braucht danach auch noch Kalk. Ich meine, mir schwebt nicht noch ein bisschen was anderes vor. Aber das ist noch so eine Sache, da bin ich mir jetzt noch ein bisschen unschlüssig, ob das Sinn macht. Weil der hier fährt bloß noch zwei Runden, dann ist er eigentlich durch. Gut, wenn es auch unüberlegt ist, oder? Also Kredit werden wir ja auch welchen kriegen. Und wir werden eigentlich auch eins machen. Wir müssen uns auch Tiere anschaffen. Eigentlich möchte ich mir nämlich noch Feld 8 kaufen. Weil es ist definitiv erntereif. Und Feld 10 eigentlich genauso. Ja, wenn wir gucken, Feld 8 sind 254.000 und Feld 10 sind 99.000. Also sind es 353.000 insgesamt. Das werden wir auch machen. Ich hoffe mal, dass das jetzt keine Fehlentscheidung war, aber ich denke mal nicht. Und dann werden wir natürlich Kredit brauchen. Damit wir noch uns einen Trecker zulegen können, sonst wird das ja nicht. Und zwar Kredit haben wir ja null, hat man ja alles zurückgezahlt. Da werden wir jetzt hier so, ich denke mal, 500.000 aufnehmen. Okay. So, dann brauchen wir als erstes, brauchen wir natürlich einen Flug. Da soll es der hier werden. Und als zweites brauchen wir natürlich einen Trecker. War mit dem Flug sehr gut funktioniert hier eigentlich der Magnum. Und vor allen Dingen ist es so, dass wir, wenn wir den in der größten Motorisierung nehmen, haben wir 435 PS. Wir zahlen 334.000. Weil wir brauchen noch Breitreifen mit Gewicht, also 337.000. Und wir brauchen natürlich noch ein Gewicht vorne dran. Wenn er den Flug ziehen muss, da brauchen wir schon ein größeres Gewicht hier. Ja, aber was wir machen können, wir können hier, ja, verkaufen wir beide. Wir werden da wenigstens einen Flug von unseren hier noch so rumstehen verkaufen. Eigentlich müssten wir mal auch noch hier unsere drei Maschinen auf den Hof bringen. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder mit dem kleinen Flug fliegen, aber ich... Ganz sicher bin ich mir da nicht, ob wir nicht mehr brauchen. Oh ja, mal gesperrt. Keiner gesehen.
So, dann geht's zu Feld 11, weil das muss definitiv gepflügt werden. Wie gesagt, mit diesem Flug kommen nicht alle Helfer zurecht. Bei manchen, die ruckeln dann bloß so rum. So, Sämaschine ist natürlich dann gleich durch. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir hier sind mit Flügen. Achso, es muss ja gekalkt werden erst noch. Wir werden hier drei Reihen Vorgewände eigentlich machen. Haben wir natürlich das Gewicht gesenkt, das wollte ich nicht. Wir müssen natürlich den Flug senken. Meine allzu viel Vorgewände können wir hier nicht machen, weil hier muss ja nochmal der Drescher runterkommen. Der wird wohl noch eine Weile brauchen. Die vier Pflanzen, die hier im Weg stehen, die nehmen wir einfach mit dem Flug schon mal weg. Also ich wäre auch aufgrund dessen, dass das Feld hier viereckig ist, sag ich mal, oben und unten eine Vorgewände machen. Und dann werden wir, also erwische ich hier noch drei Pflanzen, nicht zu ändern. Und da werden wir einen Standardhelfer fahren lassen, weil der kriegt das eigentlich sehr gut hin, finde ich. Der Standardhelfer wendet auch sehr schnell. Ja, unsere Sämaschine dampft ab, die ist wahrscheinlich jetzt leer, so wie das aussieht, weil sonst würde sie nicht so quer aufs Feld fahren. Ich denke mal, die wird sich beladen. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Müssen wir gucken, ob wir schaffen hinzugucken. So, oben dürfen wir nicht verpassen, dass wir dann oben ebenfalls Vorgewände machen. Aha, und hier altbekanntes Bild, deshalb kommt unser ja, warum er wieder bei einer, weiß ich nicht wie vielten Runde, dann wieder aussetzt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, sind nur die Sammelwagen, die irgendwo das Umschalten nicht hinkriegen. So, er sollte jetzt zum Saatgutsilo fahren und sich dort beladen und dann weiterfahren zum, nee, erst beim Düngersilo anhalten, weil Saatgutsilo steht ja hinten. Saatgut-Silo steht vorn. Er kriegt erst Saatgut
Hätten wir eigentlich ein Stück weiter rüber gekonnt mit unserem Kurs, was wir eingefahren haben. Den Dünger kriegt er ebenfalls, der könnte ein paar Zentimeter weiter drüben stehen. Na gut, das kann ich ja vielleicht mal noch ändern. So, und laut Display hat er jetzt das erste Mal... Ja, Dünger war leer, hatte sich 10.000 geholt, ne, 5.000 geholt. 45 waren drin und knapp 8.000. Also sich an Saatgut geholt, okay. So, wie weit ist er hier? Ja, da wird ja dann auch eine Weile brauchen, das fällt alles zu pflügen, aber das ist dann halt so. Es ist relativ groß. Ich denke, wir werden dann hier Raps hinmachen, dass wir was für die Raffinerie kriegen. Dann müssen wir mal gucken, wir kriegen ja auch schon was für die Raffinerie fürs Feld 10, was wir jetzt gekauft haben. Da sind ja Sonnenblumen drauf. Feld 10, Feld 8 sind Sonnenblumen drauf und Feld 10 ist ja Soja. Da müssen wir dann mal gucken, ja, was wir dort anpflanzen. Aber da weiß ich noch gar nicht so recht, wie sich das ausgeht. Ob wir dort pflügen müssen, kann ich noch nicht mal sagen. Ja, wo bleibt unser Abfahrer hier? Der wurde ja blockiert. Ach, dort kommt er gefahren, okay. Bevor wir oben sind, wird er dann den Drescher leer haben. Dann können wir oben ganz normal drei Vorgewände machen. So, wenn ich aber durch meine Aufnahmeuhr gucke, muss ich mir jetzt entsetzen feststellen, wir sind ja schon noch bei 27 Minuten. Ich weiß nicht, irgendwie rennt die Zeit auf der Karte hier schneller. Nein, wir sind jetzt in-game schon bei 12.25 Uhr. Ich meine, ich hoffe mal, dass wir heute an den heutigen in-game-Tag noch die Felder alle gedroschen kriegen. Ich meine, wenn der hier fertig ist, der kann dann gleich umsetzen auf der Sonnenblumen, das Gespann, was da drüben steht. Da müssen wir gucken, ob wir die Sonnenblumen dann, da brauchen wir ja auch nochmal Geld. Ich meine, wir kriegen ja noch was von der Düngermission und hoffentlich auch bald dann von der Erntemission, die wir machen. Dann müssen wir gucken, ob wir uns die Raffinerie schon leisten können. Dann könnten wir nämlich die Sonnenblumen dann auch schon hinfahren. So, ich würde auch sagen, wir fliegen dann morgen weiter. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Also morgen, Sonntag, 13 Uhr, geht's hier wie gewohnt weiter. Ich sage noch einen Froschenhals hier. Also vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.